Wie sicher sind Immobilien als Anlage? Die Immobilienpreise steigen fröhlich weiter. Doch vielen Analysten wird es langsam mulmig. Denn niemand weiß mit Sicherheit, ob das Preiswachstum nicht bald ein jähes Ende findet. Wir zeigen, was die aktuellen Zahlen zur Preisentwicklung bedeuten. Ich bin Andreas von ImmoScout24. Viel Spaß bei unserem aktuellen Preiskommentar im August. Österreich, Frankreich, Deutschland. Das ist nicht etwa die Medaillenstatistik sportlicher Wettkämpfe, das sind die ersten drei Ränge der höchsten Immobilienpreise im europäischen Vergleich. Im jährlichen Immobilienpreisvergleich der Beratungsgesellschaft Deloitte tut sich Deutschland mit einer zweistelligen Preissteigerungsrate hervor. Durchschnittlich um 10,81% stiegen die Immobilienpreise im vergangenen Jahr. Mit rund 4.100 Euro pro Quadratmeter liegen wir im Deloitte Property Index 2021 auf dem dritten Platz. Davor rangiert Frankreich und ganz oben auf dem Treppchen landen die Nachbarn in Österreich. 4.457 Euro kostet dort der Quadratmeter. Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen und fragen sich, was kann ich verlangen? Erfahren Sie, wie Sie Ihre Immobilie richtig bewerten und was das kostet. Schauen Sie gleich einmal rein. Ich freue mich auf Sie. Einen sicheren Hafen. So nennt Michael Müller bei Deloitte den Immobilienmarkt. Die deutschen Wohnimmobilienpreise haben laut Deloitte sowohl im Kaufmarkt als auch bei den Mieten gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich zugelegt. Nicht nur in Deutschland, auch in Irland, Portugal und der Tschechischen Republik gingen die Preise nach oben. Günstiger wurden Immobilien zum Beispiel in Norwegen und Italien. Andere Berater, andere Daten. Bei VDP Research, dem Forschungsinstitut der deutschen Pfandbriefbanken, verharrten die Immobilienpreise 2020 im einstelligen Bereich. Um nur 7,4% stiegen die Preise nach oben. Entsprechend stark erscheint da der Preisauftrieb im ersten Quartal, um 6,2% im Vergleich zum Vorjahr. Betrachtet man nur die selbstgenutzten Wohnimmobilien, ging es sogar um 9,4% rauf. Das sind ordentliche Werte. In den Metropolen können die Immobilienexperten darüber aber nur lachen. In der Hansestadt gibt es schlicht zu wenige Immobilien für die wachsende Nachfrage, sodass die Preise immer neue Höhen erklimmen. Im ersten Halbjahr 2021 starteten lediglich 26 Neubauprojekte mit insgesamt 439 Wohneinheiten in den Verkauf. Zum Vergleich, 2018 gab es insgesamt 108 Projekte mit rund 1.760 Wohneinheiten. Frank Stolz von Großmann und Berger erläutert, dass die Corona-Pandemie weiterhin die Prozesse in der Immobilienwirtschaft ausbremst. Nicht nur fehlende Baugenehmigungen und stockende Finanzierungen, auch die Engpässe bei Baumaterialien lassen die Baufertigstellung ins Stocken geraten. Und die Preise steigen. In den Top-Stadtteilen liegen die Quadratmeterpreise bei rund 10.000 Euro. Im Vergleich zu 2018 hat sich der Quadratmeterpreis um knapp 35% erhöht. Kein Wunder, dass auch Bestandswohnungen Spitzenpreise erzielen. Denn Neubauten sind genauso rar wie Grund und Boden. Auch wir bei ImmoScout24 haben im Rahmen des Wohnbarometers die Preise im ersten Halbjahr 2021 erfasst. Von Interesse sind sie vor allem für Eigentumswohnungen im Bestand. Diese Preise stiegen von Januar bis Juni 2021 um 9% und damit erneut stärker als für Neubauwohnungen. VerkäuferInnen können auch weiterhin mit steigenden Erlösen rechnen. Unsere Prognose geht von einem weiteren Preisanstieg von 11,5% für Bestandswohnungen innerhalb der nächsten 12 Monate aus. Und damit sind wir am Ende unseres ImmoScout24 Preiskommentars im August. Den Link zu diesem Preiskommentar finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.